Hallo Felix, willkommen zurück zu einer neuen Episode von The Out of the Box, Freunde. Und ja, ihr wisst ja, Kreis ist immer ein frecher Typ. Ich habe jetzt einfach mal den Tag übersprungen mit dem Mafia-Typen, habe dann diesmal den Mafia-Typen abgesagt und ja, und dann war Warren halt stolz auf uns, Willy oder Wonka oder wie auch immer der Chef heißt. Auf jeden Fall war er sehr stolz auf uns. So, heute ist Jubiläumsparty. Tja, und das war auch eigentlich schon das Wesentliche, was passiert ist. Aber ich habe mir gedacht, das spare ich jetzt, ne? Weil sonst haben wir, das dauert locker wieder dann 8 Minuten oder so. Und dann fehlt halt einiges. So, wir machen zuerst die Gruppe, würde ich sagen. Ausweis bitte. Wie sieht denn das? Oh. Nee, das sieht überhaupt nicht aus wie das Ticket, was wir brauchen. Na egal, wir lassen die Gruppe rein. Ich brauche Kohle heute Abend. Ticket. Ah, die sind alle gefälscht. Na dann nicht, dann verzieht euch. Sehr ätzend. Ich dachte, jetzt kann man mal ausnahmsweise was verdienen, ne? Marcus Woodman hat kein Ticket. Mach die Biege. So, zeig mal deinen Ausweis. Nelson, mach die Biege. Tut mir leid, dann verdiene ich halt lieber gar nichts. Bevor ich wieder alles abgezogen kriege. So, Joseph, das sah gut aus, das Ticket. Dann, wie sieht's aus mit der jungen Dame? Zeig mal hier den Ausweis. 73. Komm rein, alles easy cheesy. Du wirst mir einen Ausweis zeigen müssen, Julius. Läuft aber bei dir, läuft. So, hi, wie geht's? Ausweis dabei, Jubiläum 78, wunderbar, rein mit dir. Alles klar, was geht? Darf ich deinen Ausweis mal sehen? Aiden Forster, guck mal, cool. Kriegen wir den Laden ja doch noch voll hier. So, Jill wird aber langsam ein bisschen aggro da hinten. So, hi Warren, wie läuft's denn so? Tja, ihr geht mittlerweile richtig hoch hier. Dieser Job wird mich noch umbringen. Ah, geh doch, ist doch offensichtlich, dass dein Job zuwider ist. Du kannst gehen, Warren. Ich kann nicht. Nun, so schlimm ist es nicht. Das ist diese wirklich sehr nette Frau, die manchmal vorbeischaut und sie macht mir meine Tage schöner. Ach ja. Nun, irgendwas sagt mir, dass sie auch gerne Zeit mit dir verbringt. Gut zu wissen, aber es ist gefährlich, heute hier zu sein. Oh Gott, die Los Locos könnten irgendeine Art von Vergeltung planen. Es ist riskant, sich heute Abend in The Box zu sein, okay? Sowohl wie drinnen auch draußen. Woher habe ich denn die Informationen? Willst du mir damit nicht sagen, dass ich gehen soll? Bin mir nicht sicher, aber ich habe ein mulmiges Gefühl. Hm. Hör mal, ich habe guten Grund zu der Annahme, dass hier heute Abend was Schlimmes passiert. Ich will sie nur schützen. Ich will sie nur in Schutz nehmen, ja? Würde zu lange dauern, aber ich muss dich jetzt bitten zu gehen. Bist du sicher? Harry wird sauer sein. Vertrau mir. Okay, Warren. Du musst mir dann später erklären, was das alles sollte. Ja, es tut mir leid, Liz. Wirklich. Es tut mir wirklich leid. Huh! Ich hatte sogar recht! Yes! Yes! Leute, ich wusste einfach, weil ich in einem Trailer quasi, also beziehungsweise in den Screenshots bei Steam schon was gesehen habe. Und ja, haha, richtig gedacht, richtig gespoilert worden. Was zum Teufel ist da draußen gerade passiert? Ich weiß nicht, aber ich denke, man könnte sagen, die Los Locos verzichten auf einen Waffenstillstand. Scheiße, wie zur Hölle konnte es nur so weit kommen? Wir wollten doch Frieden schließen. Ich weiß nicht, was da passiert sein könnte. Diese verdammten Chicanos. Alles okay bei dir? Ja, nur ein wenig Angst, aber sonst geht's mir gut. Wie geht's, Liz? Ist ihr etwas passiert? Ihr geht's gut. Zum Glück war sie weit weg, als der Angriff passierte. Okay, ich muss mir den Kopf freimachen und nachdenken. Steht dann fest, dass uns die Los Locos angegriffen haben. Nein, Onkel Harry, das waren die Muppets. Ich meine das ernst, Winnie. Wenn die das wirklich waren, stecken wir schon mitten im Krieg. Scheiße, natürlich waren die das. Die wollten den Typ rächen, der bei uns vorm Eingang abgestochen wurde. Und wer zur Hölle ist dafür verantwortlich? Haben wir schon irgendwas herausgefunden? Wir wissen nichts. Der Wichser trug eine Mütze und ein Halstuch. Keiner weiß, wer das war. Ich denke, wir müssen einfach hinnehmen, dass uns diese beschissenen Chicanos den Krieg erklärt haben. Verstehst du überhaupt, wie schlecht das hier für uns wäre? Das könnte unser Untergang sein. Ich habe doch eigentlich diese SIM-Karte da, diese Aufnahmen gekriegt. Keine Ware, kein Geld. Und wenn wir kein Geld mehr haben, sind wir am Arsch, Junge. Zumal es immer mehr von diesen Wichsern gibt. Wir sind nicht wirklich total am Arsch. Ich muss alle meine Beziehungen spielen lassen, um die Situation irgendwie wieder in den Griff zu kriegen. Ich glaube immer noch, dass wir angreifen sollten. Ich weiß, aber das steht gar nicht zur Diskussion. Nun, kann ich noch etwas für Sie tun? Nein, du kannst nach Hause gehen, Warren. Wir halten dich auf dem Laufenden. Wir sehen uns nächsten Samstag. Okay, bye. Oh Mann, das ist natürlich jetzt aber auch mies, weil ich habe wieder kein Geld verdient, ne? Es ist 1.19 Uhr vorm The Box. Warren, warte mal. Liz, alles klar bei dir? Mir geht's gut, dank dir. Nun, ich wusste, dass so etwas passieren würde. Ich konnte es mir denken, wobei ich das nicht erwartet hätte. Das Wichtigste ist, dass es dir gut geht. Oh, Mac'n'Schuh! Wie lange wollen wir noch so weitermachen? Ich weiß es nicht, Liz, doch ich habe das Gefühl, dass Harrys Reich des Verbrechens im Untergang geweiht ist.
Klar, wenn die uns alle umbringen, ich werde das nicht zulassen. Möchtest du zu mir nach Hause mitkommen? Klar. Oh, diesmal gab es nicht mal irgendwie eine Wahl. Toll, super, $70 verdient, geil. Hm? Das war's dann auch bald mit Alimenten? Oder mit Miete? Okay, ich war bei ihr zu Hause, aber es kam kein Videoclip oder so. Hey Warren, heute Abend wir haben eine House-Session. Oh yeah, die besten DJs aus der ganzen Stadt werden die ganze Nacht durchspielen. Das wird super für meine Ohren. Hör mir gut zu, du musst jedem nach einem abgestempelten Tippicke fragen. Und lass ja weder Punks noch Rocker rein. Woher kenne ich die denn dran? Die stehen wirklich nicht auf diese Art von Musik und ich will heute Abend keinen Ärger da drin. Verstanden. Okay, du kannst loslegen. Guten Abend, sag ich mal. Ich hätte da eine Information für Harry, aber keine guten Nachrichten. Komm schon, spuck's aus. Die Los Locos lehnen jede Verantwortung für den Angriff letzte Woche ab. Obwohl jeder weiß, dass sie das waren. Wir haben überall Informanten. Diese undankbaren Hurensöhne wären ohne Harry Sullivan rein gar nichts. Mag sein, Harry hilft immer allen. Nun, vergiss nicht, Harry zu sagen, was ich dir gesagt habe. Ich muss jetzt gehen. Kein Problem. So, wie geht's ab? Du bist auch ein Hauser Boy. Wie sieht denn das Ticket aus? House Session Green, alles klar, wunderbar. Rein mit dir, mein Freund. Heute wird geraved, Alter. Ausweis, Angelina, grüner Stempel, House Session, sehr gut. Wir müssen erstmal einen Laden voll kriegen. Dürfte ich mal deinen Ausweis sehen? Ja, ja, House Session, Laverne. Laverne ist eine gute Freundin, die kennen wir schon. So, wenn er ein Ticket hat, dann kann er auch rein. Er ist am Start. House Session läuft. House Session läuft, Bro. So, Ausweis 80. Alles klar. House Session runs. So, wie sieht's bei dir aus? Ticket am Start? House Session, alles klar. Alles falsch, deine ganze Gang. Sie hat eine Tasche. Er ist voll. Wollen wir eh nicht hier haben. Nee, gibt keine Diskussion. Keine Diskussion. Geh weiter, ey. Noch ein Problem. Ah, Mist. Da hätte ich wieder Doppelcheck machen müssen, eigentlich. Ich muss mir das mal angewöhnen. 83, Derek, tut mir leid. Siehst du, hätte ich Doppelcheck gemacht, hätte ich mir die Zeit nämlich wieder gespart. So, was liegt an? House Session, grünes Ticket. Scott, du kommst rein. Oh, Ausweis dabei. Laverne, House Session, alles klar. So, ihr zwei. House Session sieht gut aus, Julius, aber du bist nicht alt genug. Du bist nicht alt genug und auch nicht viel zu klug. Also geh und trink einen Krug. Leute, es ist einfach heiß, ne? Es ist einfach heiß. Jacob Wells, 85. Kannst dich direkt verchiseln. Kannst dich direkt verchiseln. Guck mal hier, das ist so eine ganze Rocker-Gang. Ihr könnt euch direkt verziehen. Ihr habt hier nichts zu suchen. Du kannst direkt Leine ziehen. Mit dir habe ich schon oft genug Stress gehabt. Du bist einfach zu jung. So, weg mit dir. So, du hast einen Rocker dabei. Brauchen wir hier drinnen auch nicht. Du hast einen dichten Typen dabei. Wie sieht's bei dir aus, hä? 81, aber kein Ticket. Also, ab dafür. Guck mal, was ist mit der jungen Lady hier? In Orange. Wunderschön, wunderschön. Ja, lass mir Kunden rein. Aber was soll ich machen? Ich lasse niemanden jetzt mehr rein. Ich habe keinen Bock mehr, irgendwelche Strafen zu bezahlen. Das geht mir nämlich voll auf die Eier. Dann lasse ich lieber keinen mehr rein. Soll er sich ein Ticket kaufen mit 82? Ist mir egal. Das ist falsch. Warum kommt die mit dem falschen Ausweis? Sonst hatte die doch nie einen falschen Ausweis, oder? So, 81, House Session, du kannst an Start gehen. So, wie sieht's bei dir aus? Ausweis, House Session, falscher Ausweis. So, wie sieht's bei dir aus? Ja, Jake, House Session am Start, alles klar. So, warum siehst du so grantlig aus, hä? Geld? Nö, wollen wir nicht. Wollen wir nicht, wir wollen nur coole Leute. Alter, der alte Mann, der nimmt ja jede Party mit, ne? Der nimmt ja jede Party mit, der hat's immer drauf. So, wie sieht's bei dir aus? Ticket am Start, wunderbar. Rein mit dir, yes. Du bist heute hier nicht willkommen. Du vielleicht. Ausweis, Mütze, gefälscht. Oh, jetzt kommt er schon wieder, ey. Er geht mir auf den Sack. Ohne Scheiß, der Sohn von dem Dings geht mir herbe auf den Sack. Oder der Neffe, oder was ist das? Keine Ahnung, ey. Gib mir übel so einen Piss. So, Alter, mach mal hier keinen Aufstand, hä? Schön, sorry. Zieh Leine gleich. Auf Wiedersehen. Solchen Leuten habe ich nichts zu tun. So, House Session, gefälschter Ausweis. Lassen wir nicht rein. Lassen wir nicht rein. Aloha. Für Kapazität kriegen wir wieder nicht viel. Aber was soll's. So, Ausweis zeigen. Ticket ist schon mal falsch. Also kannst du gehen. So, wie sieht's bei dir aus?
Grünes Ticket, 83, zieh Leine, nimm deine komischen Bonzenfreunde mit hier. Ausweis, House Session, Rose, tut mir leid für Rose, Rose ist einfach nicht hart genug, verdammt, ja, pff. Nö, lass ich nicht. Brauch mir gar keinen Druck machen, der Freak, Alter. Ich hab gar keinen Bock drauf. Bevor ich jetzt wieder haufenweise Strafe zahle, schicke ich die Leute nach Hause, ganz einfach. So, was geht? Besser als letzte Woche. Komm schon, glaubst du nicht wirklich, dass ich was damit zu tun habe? Oder wir beide wissen nur zu gut, dass du einen verdammten Krieg vom Zaun brechen wolltest. Da irrst du dich. Kannst kaum erwarten, das alles hier zu erben. Dann kann ich anzetteln, was ich will. Ich wollte dir nur meine Dankbarkeit zeigen. Oh, ein bisschen Geld. Ich habe doch gesagt, ich gebe eine Belohnung, wenn du einen Umschlag den Los Locos gibst. So, ich würde dir ja danken. Aber hätte ich gewusst, dass sowas passieren würde, du hättest das nicht gemacht, oder? Das ist ja ganz reizend. Jetzt muss ich dir noch diesen Maulwurf finden, der die Gang unterwandert hat. Und dann werde ich schon bald herausfinden. Ja gut, dann rein mit dir. Ab. So, wie sieht's aus? Ihr seid doch Raver Boys, oder? Nein, seid ihr nicht. Na, dann gibt's doch nichts. So, hier, Drunken Girls brauchen wir heute auch nicht. Aus den Augen, aus dem Sinn. Keiner kommt hier rein. Zeig mir deinen Ausweis. House Session ist auch gefälscht. Auf Wiedersehen. So, wie sieht's bei euch aus? Ausweis am Start. 82, Clark. Da, nimm deine ganze Bande mit, ey. Brauchen wir nicht. Zieh Leine. Ausweis zeigen. 81. So, Ellie Green kann rein. Wie sieht's bei euch aus, Mädels? Ausweis, Ticket ist gefälscht. Dann verdiene ich so lieber ein bisschen Geld, bevor ich hinterher wieder Ärger kriege, ihr wisst. Ah, falscher Ausweis. Bringt ja alles nichts. Bringt ja alles nichts. 83, zu jung. Na komm. Ausweis, Geld und Tasche dabei. Nö, brauchen wir nicht. So. Also, oh Gott. Hier, wir haben noch ordentlich Mietschulden. Ich weiß nicht, wie viele man haben darf, aber wir zahlen erstmal den Kindesunterhalt, Fitnessstudio und das hier. Und so vieles geht davon. Toll, ey. Weißt du, was kriegt man da für einen Bonus? 20 Mücken oder so? Es bringt gar nichts. Diese kleinen Bonusdinger. Ich weiß halt nicht, wie viele Schulden man aufbauen darf. Oh nein, ey, ich will nicht immer Tickets kontrollieren. Das ist so zum Kotzen. So, wie läuft's denn so, Warren? Da bin ich wieder mal. Ist wieder mal Samstag. Gut, Live-Konzert, Poison Bottle, keine Ahnung. Gothic Rock, also kannst du dir sicher vorstellen. So viele Rocker, Gruft, diesen Punker wie möglich. Genau, und achte darauf, dass alle Gäste ein gestempeltes Ticket haben. Fall mir ja nicht auf Fälschung rein. Okay, kannst jetzt loslegen. Also, Rocker und Grufti sind am Start. Ticket, das Goth-Session sieht okay, sieht gut aus. Markus, diesmal kannst du rein. Und wie sieht's mit deiner Freundin aus? Ich hätte eigentlich wieder einen Doppelcheck machen können, aber diesmal habe ich Glück. Diesmal habe ich wirklich Glück. So, Goth-Session ist gefälscht. Kannst dich gleich verziehen. Ausweis, Goth-Session gelb. Julia, alles klar, rein mit dir. Wunderbar. Ausweis, Goth Session gelb, Christian King, bist zu jung. Ausweis, Goth Session gelb, Alyssa, also auch rein mit dir. So, er ist der Gruppenmannführer hier, oder was? Ausweis, Goth Session, alles klar, du kannst schon mal rein. Und die junge Dame, ich weiß, Goth Session, 80er, okay, ich will halt, ich muss nur irgendwie einen Bonus kassieren zwischendurch. Session gelb, alles klar, rein mit dir. Wunderbar. So, dann lassen wir mal den Bro rein. Hier, alles okay, soweit. Ja, hab gehört, die Los Locos riechen nach Krieg. So, nur zu. Alles klar, bis später. So, wie geht's denn hier? So, der sieht doch aus, als wäre irgendwie... Oh, ey, jetzt machen die da schon wieder Goth Session 81. Jawohl. Rein mit dir. So, mein Freund. So, mir gefällt deine Art mehr. Ja, okay, gut. Dann mach, was du willst. Was ist mit euch los? Komm mal wieder runter. Echt jetzt? Leck mich. Zack. Boom. Runter. So. Wie sieht's aus? Nein. Falsche Karte. Falsches Ticket. Also, auf Wiedersehen. So. Bei euch beiden. Alles klar. Rot. 81. April. Oh nein. Ich habe den Doppelcheck vergessen. Und ihn habe ich doch letztens schon weggeschickt, oder? Goth Session. Gelb. Gut. Alles wunderbar. Rein mit euch. So. Hier die junge Dame. Hm. Wie sieht's aus? Goth Session. Gelb. 81. Wunderbar. Foto hat auch gestimmt. Du kannst mal aus meiner Schlange gehen. Wir brauchen hier nur ehrenwerte Gäste. Ausweis, Ghost Session gelb, Search, alles klar.
Sehr schön. Vielleicht können wir heute mal wieder was verdienen. So, bevor die hier aggro wird. Ausweis, Ghost Station gelb. Alles klar. Wenn ich es laut ausspreche, ist es ein bisschen einfacher. So, ihr müsst leider gehen. Tut mir leid. Ausweis dabei. Ghost Station gelb. 75. Oh, Moment. Da war ein falsches... Ja. Da ist mir wieder ein falsches Foto durchgerutscht. Jetzt kriege ich wieder Ärger. 81. Ja, ich weiß. Dass man das nicht nochmal abbrechen kann, ist mies, ne? So, jetzt erstmal die Schlange ein bisschen säubern wieder. Muss ja auch mal sein. Oh, guck mal, da ist wieder die Lady in Orange. Die Lady in Orange hat nichts für mich. Guck mal, ey, ist doch voll Goth. Cola-T-Shirt. So, 84 ist nicht gut. Wollen wir nicht. So, hier, Mr. Love. Ich weiß, du bist alt genug, aber du hast auch kein Ticket. Also, auf Wiedersehen. So, haben wir denn hier noch? Alles klar, Lolina, junge Leute machen den Club richtig hot. So, hier die sieht doch auch aus, als würde sie passen. Diana, wunderbar, wunderbar. Guten Abend, hi. Bis wann hat der Laden auf? Wir haben keine Festen. Also, in der Regen, ja, hört sich super an. Zeig mir einfach nur dein Ticket und deinen Ausweis und dann geh rein. So, die junge Dame hat mir zu viel Tasche dabei. Die junge Dame da hinten ist mir zu dicht. So, Metal-Leute. Alter, was geht? Wir wollten im Club mal ein bisschen Spaß haben. Vergiss es. Ja. Hör mal, ich will nicht noch mehr Ärger, Alter. Der Gringo will nicht noch mehr Ärger. Zu dumm, dass wir deswegen hergekommen sind. Du hast richtig gehört. Schätze mal, ich muss den Müll in die Tonne kloppen. So ist recht. Zeig uns doch mal, aus welchem Holz du geschnitzt bist. Glaubst du wirklich, kannst mir noch eine langen, bevor ich dich abknalle? Blub. Haben wir gemacht. Bup, zack, so, Lampe aus. So, Ausweis raus. Ghost Session gelb, aber gefälschter Ausweis. Tja, tut mir leid für dich, aber hier hast du heute Abend keine Chance. Schönen guten Abend. Ausweis, Ghost Session gelb. Alt genug, Kimberly. Sehr schön. Hier unser Freund, der ist doch eigentlich auch immer alt genug, aber wir brauchen ein gültiges Ticket. Dann kannst du rein. Es ist schön, hier den Drunki mal ein bisschen zur Seite schieben. Hast du den Ausweis? Du bist aber zu jung. Du bist zu jung für mich und meinen Club. Was ist los mit Kreis? Es ist ziemlich heiß. Und deshalb sage ich, weil es wirklich so ist, nicht weil es nicht reimt. Es ist einfach so. Alles klar, rein mit dir. Okay, dann schicken wir erstmal so ein paar Idioten weg, die wir hier nicht brauchen. Hi, wie sieht's aus? Ausweis? Hm? Der ist falsch, Ticket ist falsch. Was geht ab? Ausweis dabei, Ghost Session, wunderbar. Dann gib dir mal ordentlich hier. So, wie's läuft, hä? Sally Park. So, guck mal, bevor du noch traurig und aggressiv wirst. Ghost Session gelb, 73, wunderbar. Der Laden läuft, verschwinde. Ausweis dabei, Ghost Station gelb, 76, der ist ja falsch, das ist ja falscher. Das wollen wir aber nicht hier. So, hey, Mr. Punk, was geht, dein Ausweis? Tut mir leid, zu jung. So, guten Abend, Warren, hey Liz, wie geht's? Tja, weißt du, Harry hat dich angerufen. Warum sollte ich sonst hierher kommen? Tut mir leid, aber ich muss dich sprechen, bevor ich zu ihm gehe. Wie geht's Adam? Nicht gut, er hat einige Tage lang Fieber, aber weißt du, Harry lässt sich nicht abschlagen. Ja, natürlich, ich weiß, aber er ist in guten Händen. Alles klar, dann rein mit dir, komm schon. Bring es hinter uns, sag die Arme. So, willkommen. Schöner Ausweis, echt schön. Hi, mein Hübscher, hey, kann ich dir helfen? Du schon wieder. Oh, Mann. Ich habe keinen Bock auf Leute wie dich. So, ihr könnt auch abhauen. Dichte Vögel habe ich keinen Bock. Ausweis falsch. Okay, das war's für heute Abend. Aber Harry will dich wieder in seinem Büro sehen. Na klar will Harry mich sehen. Natürlich will Harry mich sehen. Harry will mich immer sehen, weil Harry einfach Harry ist. Okay, was geht ab, Harry? Mr. Sullivan? Hallo, Warren. Ich denke, es dürfte offensichtlich sein, dass der Waffenstillstand mit den Los Locos nicht mehr als eine Eintagsfliege war. Ja, sieht ganz so aus. Ich bin fertig, Warren. Was meinen Sie? Ich bin zu alt für diese Scheiße. Ich weiß nicht, ob du das kapierst. Ich habe kapiert, dass sie keinen beschissenen Krieg wollen. Ich sehe das auch so. Ja, aber Winnie scheint das anders zu sehen. Ich wette, dass er etwas mit dieser Scheiße zu tun hatte. Oh ja, allerdings. Wäre nicht mein Neffe, so hätte ich ihn längst seinen Kopf kürzer gemacht, nur um mir den Ärger zu ersparen.
Aber er ist Blut von meinem Blut und habe keine Beweise gegen ihn. Du weißt sehr wohl, dass ich in guten alten Zeiten nicht gezögert hätte, den Krieg zu sehen. Doch jetzt bin ich älter und ich wollte einfach nur meine Ruhe, verdammt. Ich bin verzweifelt. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Wenn die sich mit diesen Russen zusammentun, sind wir erledigt. Wir alle. Mr. Sullivan, Sie wissen, dass ich Sie respektiere. Ich habe viel durchgemacht und ich weiß, wie vertagt die Lage ist. Aber Ihnen eilt der Ruf voraus, dass Sie diese Stadt Ihnen gehört. Sie haben sich diesen Ruhm verdient. Sie müssen nicht bei einem Bandenkrieg mitmischen. Sie können doch diese ganzen Wichser mit ein paar Anrufen einbuchten lassen. Was ist denn mit Ihren ganzen Kontakten? Du verstehst es nicht, mein Sohn. Ich habe kaum noch die Kohle, um meine Läden geöffnet zu halten, und Gefallen kann ich auch keine mehr einfordern. Manche Bullen und Richter sind mir aus Respekt treu geblieben, aber andere... Was kann ich tun? Da gibt es nichts, was du machen könntest, Warren. Ich werde einfach den Scheißladen abfackeln und eine Zeit lang verschwinden müssen. Den Laden abfackeln? Die haben es auf the box abgesehen. Ich hoffe, ich muss das nicht machen, aber ich kann dir versichern, dass ich lieber den letzten meiner Clubs in Schutt und Asche sehe, als in der Hand von diesen Chichamos. Von den Kosaken ganz zu schweigen. Diese Wichser sind wahnsinnig. Ich kann dir nur raten, bei diesen Kerlen vorsichtig zu sein. Kann sein, dass sie wiederkommen. Und vermutlich nicht, um an der Tür Abonnements zu verkaufen. Tja, das weiß ich. Wie auch immer, du solltest wissen, dass ich, wenn ich am Ende die Box abfackeln sollte, immer noch einen Job für dich habe. Ich würde dir jeden Job besorgen. Darauf kannst du dich verlassen. Ich weiß das zu schätzen, aber... Nur die Ruhe. Alles legal. Du hast mein Wort. Ich hab dir ja schon gesagt, ich bin zu alt für diese Scheiße. Ich will einfach nur den Rest meines Lebens so ruhig wie möglich genießen. Oh, ich auch. Das kann ich Ihnen sagen. Naja, hoffen wir mal, dass das noch wird. Du kannst gehen. Soll es Neuigkeiten geben, lasse ich dir das sofort wissen. Okay. Und hab immer dein Handy dabei. So wie die Dinge stehen, könnte ich dich brauchen. Alles klar. Wir sehen uns, Warren. Ruh dich gut aus. Arbeitstag 29. Schauen wir mal, wir haben einige Gäste durchgelassen, gute Kapazität, keinen Bonus, bisschen Bußgelder. Okay, 300 gemacht. Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Episode. Ich mache jetzt Ende, auch wenn der Tag schon startet. Aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich wünsche euch einen wunderschönen und angenehmen Tag. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Reingehauen und ciao!